Trolltest.de. Moin, hallo und herzlich willkommen zu Nihilumbra. Dieser Titel ist schon ein Stück weit etwas Besonderes, wenn auch nicht völlig einzigartig. Der Ansatz ist ähnlich wie beispielsweise im Shooter Spec Ops The Line. Ihr seid nicht der strahlende Held, sondern werdet in Nihilumbra mit einer sehr traurigen und hoffnungslosen Geschichte konfrontiert. Allerdings ist Nihilumbra kein Shooter, sondern ein Rätselplattformer. Ihr seid aber gewarnt, das Spiel ist traurig, geradezu tragisch. Und das über Stunden hinweg. Aber lohnt es sich, das Spiel trotzdem zu spielen? Schauen wir es uns doch einfach mal an. Die Leere ist das Startgebiet und so etwas wie der Antagonist in Nihilumbra. Stellt sie euch so vor wie den großen schwarzen Raum zwischen den Sternen. Auf den ersten Blick ein riesiger Weltraum ohne irgendeinen Inhalt. Auf den zweiten aber dann doch nicht völlig leer. Ein wunderbarer Widerspruch in sich, wie ich finde. Ihr seid ein Geschöpf dieser Leere. Zunächst ein kleiner schwarzer Klumpen ohne große Zukunft. Irgendwie entwickelt ihr dann aber doch so etwas wie eine eigene Identität und verlasst die Leere. Doch die Leere an sich ist nicht teilnahmslos, sondern im Grunde so etwas wie ein lebender Organismus. Alles, was zur Leere gehört, bleibt normalerweise auch in der Leere. Und wenn etwas versucht, aus ihr zu entkommen, dann kommt sie und holt es sich zurück. Ihr als namenlose Spielfigur entkommt und werdet in Zukunft von der Leere gejagt. Zum einen müsst ihr dabei der Leere selbst entkommen, die wie eine monströse Flutwelle versucht, euch wieder einzusaugen. Zum anderen müsst ihr euch mit diversen Kreaturen herumärgern, die aus der Leere stammen und versuchen, euch zu schaden. Hierfür könnt ihr springen, laufen und auf verschiedene Farben zugreifen, die ihr im Laufe des Spiels findet. Jede Farbe lässt sich auf den Böden und Wänden auftragen und bietet besondere Funktionen. So wirkt die grüne Farbe praktisch wie eine Art Trampolin, während man an der braunen Farbe kleben bleibt und sich auch noch leiser fortbewegt. Mit diesen Farben gilt es, zahlreiche Rätsel zu lösen. Mitunter setzt das Spiel euch dabei auch noch unter Zeitdruck. Aber solltet ihr scheitern, habt ihr grundsätzlich immer die Möglichkeit, das jeweils aktuelle Rätsel von einem der meist fair verteilten Checkpoints aus neu zu starten. Die meisten Rätsel fordern von euch, die Umgebung genau zu studieren und dann mit den vorhandenen Elementen auf dem Bildschirm zur Lösung zu kommen. Manchmal erstrecken sich die Elemente eines Rätsels dabei aber auch von einem Spielbildschirm auf den nächsten. Und mitunter solltet ihr einfach einer ersten Eingebung noch ein zweites Mal folgen, wenn der erste Versuch nicht geklappt hat und ihr keine weitere Lösungsmöglichkeit seht. Manchmal sind es nämlich Nuancen, die darüber entscheiden, ob ein Rätsel erfolgreich abgeschlossen wird oder nicht. Beispielsweise, wenn eine Farbe zu niedrig aufgetragen wurde und ihr dadurch einen Sprung nicht schafft. Hinzu kommt der bereits angesprochene Zeitdruck, durch den manche Rätsel eine weitere Schwierigkeitskomponente erhalten. In diesen Situationen gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, um möglichst schnell auf die gebotenen Möglichkeiten zu reagieren. Alles in allem sind die Rätsel in Nihilumbra in den meisten Situationen aber durchaus fair gemacht und auch schön umgesetzt. Die eigentliche Stärke von Nihilumbra ist aber die Geschichte. Das wichtigste Stilmittel ist es, euch in eine melancholische und hoffnungslose Stimmung zu versetzen. Es kann sich aber durchaus lohnen, es trotzdem zu spielen, denn es bietet definitiv eine interessante Erfahrung. Ein Indie-Spiel im besten Wortsinn. Was allerdings an dieser Stelle noch gesagt werden muss, für iOS-Geräte gibt es diese Erfahrung für rund 2,70 Euro. Die PC-Version auf die Sura kostet mehr als das Dreifache, rund 9 Euro und auch nur deswegen, weil das Spiel für ein Jahr 1 Euro herabgesetzt wurde. Dafür erhält man in der PC-Version HD-Grafiken und den ein oder anderen Schieberegler für Optionen, sowie jede Menge Konzeptgrafiken, die man sich allerdings zunächst einmal im Spiel freischalten muss. Wenn ihr einen Eindruck von der iOS-Version bekommen wollt, würde ich euch das sehr sympathische Let's Play von Ashaki empfehlen. Die erste Folge habe ich in der Videobeschreibung unten verlinkt. Viel Spaß dabei. Wer sich immer noch nicht ganz sicher ist, sollte sich vielleicht mal die kostenlose Demo auf der Entwickler-Webseite anschauen. Den Link dorthin und natürlich auch den zur Desura sowie zur Steam Greenlight-Seite von Nihilumbra findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Solltet ihr weitere Fragen haben oder mir sonst irgendetwas sagen oder um den Kopf werfen wollen, dann macht es doch am besten in der YouTube-Kommentar-Spalte. Dort gibt es die Möglichkeit dazu. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonniert und mir einen grünen Daumen nach oben gebt, falls euch das Video gefallen hat. Ansonsten war es das an dieser Stelle von mir. Ich bin erstmal wieder raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss. Trolltest.de